Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Diesmal geht es wieder um eine Seelengestalt und zwar um die Hühnerseele. Also wer aussehen möchte wie ein Huhn, muss sich einmal auf den Weg nach Ravenred machen, denn dort gibt es eine verlorene Seele, eine verlorene Hühnerseele, die gefüttert werden möchte. Aber bevor ihr das Huhn füttern könnt, müsst ihr euch erstmal natürlich das Futter besorgen. Dieses Futter findet ihr in Dunkelhafen, wenn ihr dann hier lang geht, hinter dem Verschlag, ich blätter euch hier einmal das Bild ein, bei 6361. Ne? Das hat ungefähr 1 bis 2 Stunden Spawnzeit und bleibt für 10 Minuten bestehen. Das heißt, nach 10 Minuten ist es wieder weg. Und auch in eurem Inventar ist es nur 10 Minuten verfügbar. Das heißt, ihr könnt nicht sammeln und macht das später, sondern wenn ihr es gesammelt habt, müsst ihr gleich zum Huhn. Dieses Huhn befindet sich auf der Karte an der Stelle, wo wir normalerweise Blutmähne holen, also das rote Pferd. Bedeutet, ihr begebt euch, nachdem ihr das Futter habt, an die Stelle 6342 im Endmorast. Das ist, wenn ihr die Karte aufmacht. Hier ist ja Dunkelhafen. Reitet ihr einfach den Weg hoch bis zu der Stelle, wo normalerweise das Pferd spawnt. Hier an der Stelle, oben auf dem Ast, sitzt dann das Huhn. Also saß es bei mir. Ich habe mal ein Bild davon gemacht. Ihr müsst jetzt einfach nur noch an das Huhn rantreten. Einmal slash Huhn machen, also Chicken. Und dann ihm das Futter geben. Na, müsst ihr einfach anklicken, Rechtsklick, füttern. Ganz normal. Wenn ihr das gemacht habt, habt ihr die Gestalt bekommen und könnt euch dann bei Chofa in ein Huhn verwandeln. Mehr ist das nicht. Eigentlich ziemlich einfach. Und ja, ich hoffe, ihr habt viel Spaß beim Sammeln, Warten. Warten ist halt hier das Ding, da das Futter ja nur 1 bis 2 Stunden Zeit hat. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video helfen. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Also bis dahin, tschüss!